Wir stehen jetzt auf, wir gehen jetzt rauf, holt euch bitte eure Jacken, wir gehen jetzt raus. Die nächste Runde spielen wir in der Berliner U-Bahn. Und es ist ja mittlerweile, auch wenn es Ende März ist, es ist immer noch sehr kalt. Bitte holt euch eure Jacken, wir gehen raus. Kommt, zack, zack, steht auf. Wir spielen jetzt Song, Song, Song. So, herzlich willkommen auf dem U-Bahnhof Rudow, die Endhaltestelle der U7. Das ist Berlin. U-Bahn fahren. U-Bahn fahren ist Berlin. Riecht doch mal. Riecht ihr das? Dieser unverwechselbare Geruch. Diese Mischung aus Pisse, Kotze, sonstigen menschlichen Ausflüssen. Das ist der U-Bahnhof Rudow. Und hier spielen wir jetzt die nächste Runde. Ihr bleibt hier. Ich gehe rüber auf die andere Seite. Und ich habe zufällig auch ein paar Straßenmusiker hier, die aussehen wie Murk. Gap und Bookcat. So, jetzt sind sie. Und das sind die Sidos. Ich lieb's. Die spielen jetzt Song, Song, Song. Okay. Scheiße. Und zwar, die Regeln sind, wir spielen jetzt zwei, ihr hört jetzt einen Song. Der Song ist ein Lied und der Text aber, der da drauf gesungen wird, ist ein anderes Lied. Ich möchte beide Liedertitel von euch jetzt hören. Der Interpret ist mir egal, ich will nur den Titel hören. Beide, zwei Titel von euch. Das jeweils. Kann ich so schon nicht, geschweige denn in der U-Bahn. Wer es weiß, hört zu, wer es weiß, der buzzert. Ihr habt auch einen Buzzer da bei euch. Ja, hier noch. Ja. Ich lieb's. Wenn es richtig ist, gibt es einen Punkt. Wenn es falsch ist, seid ihr raus für die, ist die Frage gesperrt. Und jemand anders kann antworten. Habt ihr alles verstanden? Ja, ja. Ich glaube ja. Bill? Ich glaub schon. Bill, bist du schon mal U-Bahn gefahren? Nein. Du bist noch nie in deinem Leben U-Bahn gefahren. Noch nie U-Bahn gefahren, nee. Aber ich finde das schön, ich lerne mit euch mal ganz neue so Lebenserfahrungen. Wie findest du den Geruch aber? Riecht sehr lecker. Ich könnte eigentlich... Ich finde immer diese geilen Teigsachen so geil, die es hier gibt. Hier riecht es gerade ein bisschen besser. Ja. Ich war vor 20 Jahren oder so das letzte Mal in der U-Bahn und es riecht noch genauso wie damals, als ich morgens zur Schule gefahren bin. Original. Hat sich nichts geändert. Scheinen dieselben Leute noch zu sein. Okay, ihr seid ready? Spielen wir die erste Runde? Gut. Dann bitte hört zu. Let's go. 1, 2, 3. Ich hab nen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schläfst neben mir ein. Ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Hör mir, du schläfst. It's getting hot. Stopp. Hot in here und das Beste von Sinamon. Ja. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Gucken wir jetzt, ob das richtig ist. Sehr gut. Ja. It's getting hot in here, ja. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Sehr gut. Das war Hot in Here von Nelly und das Beste von Silbermond. Ein Punkt für Bill. Sehr gut. Dankeschön, danke. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das nächste Lied. Hello Darkness, my old friend. Was? Sound of Silence und... Oh, Shorty, it's your birthday. 50 Cent, Komm, 50 Cent. Komm, sag es. 50 Cent, Sag es. Candy Shop. Nee. Jasna raus. Und Bill hat jetzt nichts da geklingelt. Bill hat das In the Club. What? Nein! Was? In the Club. Und das andere Lied? Das andere, Sound of Silence. Okay. Nein! Gucken wir mal, ob das korrekt ist. Okay. Mann, wie dumm kann man sein? 3, 4, danke für die Hilfe. Ich hasse dich. Go, go, go. It's your birthday. We don't party like it's your birthday. Oh, boy. Party like it's your birthday. Das ist immer hier ohne Mann. In the Club und Sound of Silence, die beiden Songs. Das ist ein Punkt für Bill. Dankeschön. Okay. Joko. Richtig gut, ja. Wann bist du letztes Mal U-Bahn gefahren? Oh, das ist lange her. Das ist wirklich richtig lange her. Sag mal, wie lange? Boah. Und wohin? Wo bist du hingefahren?
Das muss wahrscheinlich sogar noch Warschauer Straße in Berlin gewesen sein. Hast du da gewohnt? Wenn ich zur MTV gefahren bin, ja. Also ernsthaft, also 10, also, 15 Jahre. Du bist Warschauer Straße ausgestiegen? Ausgestiegen, ja, genau. Und wo eingestiegen? Ulanstraße. Ulanstraße, ach, da haben wir gewohnt damals schon. Na klar, na schön. Okay, alles klar, also das ist ein Punkt. Was soll das denn heißen? Aber ich bin letzte Woche Ringbahn gefahren, S-Bahn in Berlin. S-Bahn? S-Bahn, Ringbahn, ja, ist ja auch. Ist auch eine Bahn, und ist auch aber eine... da riecht es halt nicht so wie hier. Nee, das stimmt, ne? Das ist eine frische Luft. Gibt auch keinen Extrapunkt dafür, dass du reinkommst oder irgendwas. Vielen Dank. Der Punkt geht an Bill. Yay! So, und wir hören das nächste Lied. Ich finde das gemein, ich könnte einen halben Punkt geben. Jasna, hör lieber zu. Stopp. Das ist echt mit Weinst du? Aha. Und man muss nochmal falsch. Oh, shit. Wow. Kann das sein? Kann das sein? Wir hören mal nach. Das ist richtig. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, ich gehe weinst du ganz kurz, kann man, kennst du die beiden Songs hier? Das sind zwei Songs auf einmal. Scheiße, nein, tut mir leid. Keins von den beiden? Okay. Gut, gar kein Punkt. Also, sehr gut. Mama, 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 Five. Und was war das? Weinst du? Weinst du von echt? Schön. Will, du kannst ab, mein Lieber. Das läuft für dich. Ich hol mir heute das Cover. Dicker, U-Bahn läuft für dich. Du sollst vielleicht öfter U-Bahn fahren, mein Großer. Okay, einen letzten Song haben wir noch. Also, es gibt noch einen Punkt zu holen. Konzentriert euch. Konzentriert euch. Ey, es kann nicht sein, dass du alle Punkte in der Kategorie kriegst. Wie viel? Gibt's nur noch einen? Einen gibt's nur noch. Einen Punkt gibt's noch zu holen. Konzentriert euch. Shirin, du musst auch mal ein bisschen zuhören. Ich versuch's. Mein Geist. 1, 2, 3. Ich finde dich scheiße. Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Natürlich. Und Heaven is a place on earth. Mann! Wir hören mal, ob das richtig ist. Was? Kein Land gesehen hier. Was? Das gibt's gar nicht. Tattoo. Hier. Ja. Ich kann auch noch einen anderen Tic-Tac-Toe-Song. Ich will einen Mann. Ist das zu viel verlangt? Ich will einen Mann. Ist da, ich will einen Mann, der mir alles geben kann. Ich will einen Mann, ich will einen Mann, ich will einen Mann. Ein Mann zum Anlehnen, das wäre cool. Und wenn du mal weinen musst, fände ich das nicht gleich schwul. Ich brauche keinen Macho und ich stehe nicht auf Helden. Und alles, was dazwischen ist, bitte melden. Beherrschst du all die Sachen, die mir wirklich Freude machen, von nah bis Set, natürlich auch die im Bett. Bist du tolerant, interessant, wir sein, muss auch mal abgebrannt. Scheiß drauf, das nehme ich gerne in Kauf. Ich will einen Mann. Also die Frage, ob du Tic-Tac-Toe-Fan bist, da übrig dich. Du bist ein klassischer Fan. Okay, das war's gewesen. Das war Song, Song, Song. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, zurück ins Studio, komm. What you know about rolling down in the deep.